Hallo an alle, die hier zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein ganz wunderbares Weihnachtsfest. Bei mir war es super schön. Ich hatte ganz viel Besuch, Familie und Freunde und wir hatten eine echt schöne Zeit. Geht irgendwie immer viel zu schnell vorbei, finde ich. Naja, jetzt kommt ja schon fast wieder Silvester. Da freue ich mich schon drauf und da bin ich nämlich eingeladen. Und da brauche ich noch ein kleines Mitbringsel. Und da fiel mir spontan eine Flasche Sekt ein. Ich gebe zu, hört sich nicht wirklich einfallsreich an, aber der Sekt in der Flasche, der wird nachher auch gar nicht das Geschenk. Die Flasche wird gefüllt mit kleinen Glücksbringern aus Schokolade oder einer Pflanze, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Und das soll nachher so aussehen. Und später kann man die Flasche auch noch als Teelicht oder als kleines Gewächshaus verwenden. Und damit ich die Flasche bequem befüllen kann, werde ich als erstes den Flaschenboden abschneiden. Zum Zerschneiden von diesen Glasflaschen gibt es im Handel extra Glasflaschenzerschneider, Glasflaschenschneider oder so. Braucht man nicht unbedingt. Ich mache das einfach mit so einem ganz normalen Glasschneider, den gibt es überall im Baumarkt. Glasschneiden ist viel einfacher als man denkt. Mit diesen kleinen Rädchen hier vorn wird das Glas einfach nur eingeritzt und dann genau an dieser Stelle gebrochen. Und damit der Glasschneider nachher beim Einritzen der Flasche nicht verrutscht, baue ich mir eine kleine Haltevorrichtung. Diese Halterung ist total einfach gebaut. Ich nehme einfach zwei Bretter, ein langes und ein kurzes, und zwischen die klemme ich den Glasschneider. Und damit es nachher wirklich gut funktioniert, sollte man zwei Sachen beachten. Der Glasschneider sollte am oberen Ende des kurzen Brettes positioniert werden, und damit er nicht runterrutscht, kriegt der jetzt von mir so einen kleinen Abstandshalter. Ich nehme den Radiergummi, man kann aber auch ein Stück Pappe nehmen. Und das lange Brett, das wird so positioniert, dass es den Haltepunkt für den Flaschenboden bildet. Und das Ganze fixiere ich jetzt schön fest mit Malerband. Dann sieht es so aus und dann kann es losgehen. An der Stelle, an der ich die Flasche jetzt gleich einritze, verteile ich ringsrum mit einem Pinsel ein bisschen Öl, dann bricht das nachher gleichmäßiger. Und jetzt drehe ich die Flasche einfach nur noch an meinem Glasschneider entlang. Das kann man ruhig mit einem bisschen Druck machen und dann hört man schon, wie der Glasschneider die Flasche einritzt. Dann sieht es so aus. Und jetzt brauche ich eine Kerze und ein bisschen kaltes Wasser. Und dann drehe ich die Flasche entlang der Sollbruchstelle eine Runde durch das Kerzenlicht und tauche sie dann in das kalte Wasser ein. Durch den Temperaturunterschied wird die Flasche später genau an dieser Sollbruchstelle ganz gerade brechen. Und das mache ich jetzt einfach so lange weiter, bis der Flaschenboden abbricht. Es geht jetzt nicht so schnell, da braucht man ein bisschen Geduld. Geduld ist eigentlich nicht so meins. Dafür wird es aber nachher schön gerade. Zischt schon. Wenn es zischt, heißt es, gleich ist es soweit. Ich will doch, dass ihr das seht. Ich muss mal die Kamera schnell einmal da drauf richten. Und tada! Schon ist sie kaputt. Ist also wirklich gar nicht schwer. Und wenn man das schön vorsichtig macht, dann bricht die Flasche auch ganz gerade. Die Bruchstelle hier oben, die ist allerdings jetzt noch richtig scharfkantig. Da könnte man sich böse dran schneiden. Und damit das nicht mehr passiert, schleife ich die jetzt noch einmal mit Sandpapier.
Und jetzt braucht meine Flasche wieder einen neuen Boden, damit die Füllung nachher nicht rausfällt. Und zwar einen, den man auf- und zumachen kann. Und dafür verwende ich ein Stückchen dicken Kork. Dazu messe ich den Innendurchmesser der Flasche. Bei mir sind es 8 cm und übertrage den mit einem Zirkel auf den Kork. Und dann schneide ich den Kreis einfach mit einem Cuttermesser aus. Und schon lässt sich die Flasche wieder prima verschließen. Und jetzt kommen auf die Flasche noch ein paar kleine Kleeblätter drauf. Die schneide ich aus der Folie aus, die ursprünglich um den Flaschenhals drum gewickelt war. Die ausgeschnittenen Kleeblätter färbe ich jetzt mit einem Edding grün und dann klebe ich die mit einem bisschen Bastelkleber einfach auf die Flasche drauf. Und zum Abschluss bekommt die Flasche unten noch ein Schleifenband, das klebe ich einfach mit Bastelkleber fest. Jetzt wird meine Flasche noch gefüllt. Und bevor ich euch gleich zeige, was ich hier so alles rein tue, wünsche ich euch allen schon mal eine großartige Silvesterparty und einen guten Rutsch ins neue Jahr.